Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Kräuterkeller. Heute geht es um eine Pflanze, die euch sehr interessiert und auch fasziniert. Es geht nämlich um die Eberesche, genauer gesagt um die Früchte. Und die sind vor allem unter dem Namen Vogelbeere bekannt. Und viele von euch möchten wissen, kann man die Vogelbeere essen? Und das möchten wir euch in diesem Video genauer erklären. Ich bin Sandra von Kräuterkeller und ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei unserem neuen Video. Seid gespannt, was ihr alles über die Vogelbeeren lernen könnt. Die Eberesche findet man in vielen heimischen Wäldern, aber auch Parks. Und bereits im Mai kann man die tollen weißen Dolden bestaunen. Dann blüht nämlich die Eberesche. Die leuchtend roten Früchte der Eberesche, die ihr hier sehen könnt, werden im Herbst reif und tragen den Namen Vogelbeere, weil vor allen Dingen die Vögel diese Beeren lieben. Doch auch wir Menschen nutzen diese Beeren seit vielen hundert Jahren, jedoch nicht roh. Würde man diese Beeren roh essen, vielleicht seid ihr als Kind auch immer davor gewarnt worden, dann sind die so bitter, dass man auf keinen Fall auf die Idee kommen würde, davon größere Mengen freiwillig zu essen. Deswegen schon vom Geschmack her ist es eigentlich recht unwahrscheinlich, dass man aus Versehen diese Beeren isst und sie lecker findet, denn sie sind wirklich extrem bitter. Der Stoff, der für diese Bitterkeit verantwortlich ist, das ist das Parasorbin. Und das ist auch der Stoff, der roh giftig ist. Allerdings kann man das Parasorbin durch Hitze abbauen und auch zum Beispiel Alkohol führt dazu, dass sich dieser Stoff abbaut. Man kann beispielsweise einen Vogelbeerschnaps ansetzen, das ist ein sehr beliebtes Rezept, und durch den Alkohol baut sich dann die Parasorbinsäure ab. Verbreiteter ist allerdings die Methode mit dem Erhitzen und dann kann man aus den reifen Vogelbeeren zum Beispiel ein Vogelbeermus machen, eine Marmelade oder auch ein Kompott. Wichtig ist aber, dass ihr die Beeren lange genug wirklich erhitzt, um das Parasorbin abzubauen. Das ist übrigens ähnlich wie beim Holunder. Auch da enthalten die Holunderbeeren ja einen Stoff, der roh giftig ist und durch das Erhitzen wird der dann abgebaut. Das ist im Holunder das Sambu-Nigrin und hier ist es eben das Parasorbin. Und diese beiden Pflanzen, die sollte man dann eben, wenn man die Beeren verarbeiten möchte, nur gekocht verarbeiten. Botanisch gesehen ist die Eberesche nah mit dem Apfel verwandt und das kann man auch an den Früchten gut erkennen. Schaut ihr euch mal so eine Frucht der Eberesche, also die Vogelbeere, etwas genauer an, sieht sie so ein bisschen aus wie ein ganz kleines Äpfelchen. Und daran erkennt man eben die Verwandtschaft sehr gut. So sieht dann eine reife Frucht der Eberesche aus. Innen drin das weiche Fruchtfleisch und außen die etwas härtere Schale. Die Blätter der Eberesche sind wechselständig an den Ästen angeordnet. Das sieht man hier ganz gut. Hier beginnt ein Blatt, dann kommt etwas weiter unten, versetzt das nächste, hier dann wieder das nächste und so weiter. Das nennt man wechselständig. Hier seht ihr ein Blatt mit 15 Fiederblättchen. Mit der Zahl 15 solltet ihr es nicht zu genau nehmen. Das trifft nur auf ausgewachsene Blätter zu, so wie hier. Da sind es genau 15. Wenn es jüngere Blätter sind, bei jüngeren Bäumen, dann können es auch mal nur 13 oder nur 11 sein. Deswegen da ein bisschen aufpassen. Das hängt einfach auch vom Alter des Baumes ab. Abonniert unbedingt unseren YouTube-Kanal. Dadurch unterstützt ihr zum einen unsere Arbeit und ihr verpasst keines der nächsten Videos. Also am besten direkt jetzt auf den Abo-Button drücken und unseren Kanal völlig kostenfrei abonnieren. Darüber freuen wir uns sehr. Auch in der Hausapotheke kann man die Vogelbeere nutzen. Hier ist vor allen Dingen ein Vogelbeertee sehr beliebt. Und da ist auch wichtig, dass der Tee wirklich lange zieht, dass man ihn lange erstmal köcheln lässt, mindestens 10 Minuten und dann den Tee abgedeckt ziehen lässt, so dass die Parasorbinsäure im Tee abgebaut wird, aber dann eben einige der wertvollen Inhaltsstoffe der Vogelbeere ins Teewasser übergehen und man sie so dann eben aufnehmen kann. Was ist in der Vogelbeere enthalten?
besonders viel Vitamin C, Gerbstoffe, Sorbitol, Sorbitansäure, aber auch Zitronensäure, Apfelsäure, Bitterstoffe und Pektin sind in der Vogelbeere enthalten und eben auch ätherische Öle, aber eben auch die Parasorbinsäure, die ich jetzt schon mehrfach erwähnt habe, die für diesen bitteren Geschmack verantwortlich ist und roh eben giftig ist. Aus diesem Grund wird die Vogelbeere eben auch als Hausmittel so sehr geschätzt. Es ist einfach wichtig zu wissen, wie man sie verarbeiten muss. Und dann kann man diese Pflanze in der Hausapotheke vielfältig einsetzen. Man hat sie früher vor allen Dingen bei Erkältungskrankheiten, bei Bronchitis, aber auch bei Heiserkeit oder sogar Lungenentzündung geschätzt und auch bei Herz-Kreislauf-Beschwerden, Durchfall oder sogar Kopfschmerzen hat man die Früchte der Eberesche eingesetzt. Auch sehr interessant ist der Einsatz bei Menstruationsbeschwerden. Auch hier hat man früher die Früchte sehr geschätzt. Heutzutage sind die Früchte der Eberesche eher in Vergessenheit geraten. Man nutzt hauptsächlich dann die Früchte des Holunders oder auch die tollen Hagebutten, die Vogelbeeren. Vor denen haben die meisten Menschen eher einen gesunden Respekt, weil auch nicht mehr so bekannt ist, wie man sie nutzt. Habt ihr Lust, ganz aktuelle und saisonale Rezepte auszuprobieren oder Hausmittel zu machen, die man vielleicht nicht so kennt, dann ist unser Wildkräutermagazin für den Herbst, das gerade druckfrisch erschienen ist, ideal für euch. Darin haben wir sehr besondere Rezepte, wie zum Beispiel einen Ketchup aus Hagebutten oder auch eine Salbe aus Kastanien. Das ist ein ganz, ganz besonderes Magazin, das ihr euch nicht entgehen lassen solltet. Ihr findet es einzeln zu bestellen in unserem Kräuterhexen Online-Shop oder auch als Set, und auch die Ausgaben, die in den vergangenen Jahreszeiten erschienen sind, können noch bestellt werden. Falls ihr keine weiteren Ausgaben verpassen möchtet, dann gibt es das Magazin auch als Abo. Das bedeutet, ihr bestellt alle Ausgaben des Jahres 2024 und bekommt sie direkt nach Erscheinen zu euch in den Briefkasten geschickt und müsst nicht mehr dran denken, das Magazin rechtzeitig zu bestellen. Die ganzen Mythen und Sagen rund um die Vogelbeere, die kommen eben dadurch zustande, dass die Vogelbeere roh einfach nicht verzehrbar ist. Würde man die Vogelbeere roh essen, dann würde man auf jeden Fall sehr, sehr schnell, vielleicht schon nach einer oder zwei Beeren, mit Übelkeit und Erbrechen reagieren. Und das ist natürlich nichts, was man haben möchte. Deswegen esst die Vogelbeere auf keinen Fall roh. Wenn ihr sie verarbeiten möchtet, dann nur so, dass sich die Parasorbinsäure abgebaut hat. Wir hoffen, dieses Video hat euch gefallen und wir möchten euch auch sehr gerne beim nächsten Mal wieder begrüßen, wenn wir euch mehr aus der Welt der Wildkräuter und Heilpflanzen erzählen. Macht's gut, bis dahin. Tschüss!